Jetzt würde ich mir einen Mann vorstellen, der für mich ein Vorbild ist für Willenskraft, für Stärke und für positive Einstellung. Werner Maxwell Scholes hat vor einigen Jahren die Diagnose Krebs erhalten und wenige Jahre darauf gleich eine weitere Krebsdiagnose. Aber wie der 42-Jährige mit diesem seinem Schicksal umgeht, ist bewundernswert. Im Internet schreibt er über seine Krankheit und will damit auch anderen Mut machen. Veronika Berghofer hat mit dem Golser gesprochen. Man könnte meinen, das Schicksal habe es mit Werner Axe nicht allzu gut gemeint. 2015 erkrankte der 42-Jährige an einer seltenen Lymphknotenkrebsart. Nach einer Antikörpertherapie verschwindet der Krebs. Im Vorjahr kommt der Lymphknotenkrebs zurück. Zudem erkrankt Werner Axe an Leukämie, also an Blutkrebs. Über seine Krankheit und die Krankenhausaufenthalte führt er im Internet ein Tagebuch mit vielen Fotos. Naja, das Schreiben, das ist für mich überhaupt ganz wichtig. Das ist irgendwie, wie man es von der Seele herüberschreibt. Wo man halt auch denkt, naja, vielleicht hilft es anderen Leuten auch. Und wo man einmal denkt, naja, wenn es auch nicht einem einzigen hilft. Ich finde das auch schon gut. Also dann ist auch schon geholfen. Seit 4 Jahren an seiner Seite Taxifahrer Helmut Reiner aus Golz. Heute werden die nächsten Krankentransporte ins AKH nach Wien besprochen. Er ist wirklich einer von den Stärksten, was ich kenne. Ich habe schon sehr viele Patienten gehabt. Um die Mittagszeit trifft man Werner Axe im Dorfwirtshaus. Für den Golser ist es wichtig, dass er sich nicht zu Hause einigelt, sondern viel unterwegs ist. Eine andere Kraftquelle, das ist das Wandern. Heute hat Werner Axe eine besondere Wanderbegleitung. Andrea Konrad von der Krebshilfe Burgenland unterstützt als mobile Beraterin den Krebspatienten. Sie wandern gemeinsam über den Immerberg in Golz. Ja, man spürt den Wind, man riecht die Natur. Es hilft den Patienten, aus ihren eigenen 4 Wänden rauszukommen, wo oft irgendwie so die Krankheit sehr präsent ist. Und in der Umgebung, also in der Natur, ja, spricht es einfach leichter für viele Patienten. Es befreit auf jeden Fall uns. Es ist wie wenn einer Last von den Schultern fällt. Also es ist auf jeden Fall angenehm. Und mal, auch wenn man irgendwas im Hinterkopf hat, das ist dann wie weltblosen eigentlich. Werner Axe hat jetzt im Herbst ehrgeizige Pläne. Er trainiert für den 24-Stunden-Extremmarsch rund um den Neusiedlersee und für die große Burgenland-Tour im nächsten Jahr. Da will er wieder dabei sein, trotz Krebserkrankung. Und seine Erlebnisse gibt es garantiert im Internet zu lesen. Gesund wählen, ich will es halt nicht spüren, aber dass ich damit leben kann. Und ich will halt auch schon wieder so, dass ich wieder arbeiten gehen kann. Und ja, wenn man sehen will, wie ich da halt bin, recht zuversichtlich. Wir wünschen Ihnen alles Gute dafür.